wie soll er dich verstehen, wenn du das auch nicht richtig sagst? Weil oft wünscht man sich in unserer Kultur, dass der andere die Gedanken lesen kann. Hallo ihr Lieben, heute mein Thema: Passen Deutsche und Türken zusammen? Das ist ein interessantes Thema, weil ich viele kenne, die miteinander verheiratet sind und bei mir in die Praxis kommen und der eine sagt, du, der versteht mich nicht. Und dann frage ich immer, was versteht er nicht? Ja, der versteht nicht, was ich meine. Und ich möchte es natürlich ganz, ganz klar wissen. Was meinst du denn, was ich meine? Ja, der versteht nicht meine Gefühle oder meine Reaktion, warum ich so reagiert habe. Zum Beispiel, da ist aus erster Ehe ein Kind mit dabei. Der Partner ist nicht so zu dem Kind, wie sie sich das vorstellt. Und dann frage ich, was wünschst du dir denn, wie er sein sollte? Ja, ich sehe immer, wie er mit anderen ist, aber mit meinem Kind ist er ganz anders. Und da merke ich oft, habt ihr miteinander gesprochen, wie du dir das vorstellst? Ja, schon, aber, dann sage ich immer, ja, aber ich weiß nicht, ob er mich dann versteht. Dann denke ich mir, was läuft da verkehrt? Also es ist oft so, die türkische Mentalität ist sehr, sehr emotional, sehr, wie soll ich sagen, ein Stolz, also sehr viel Stolz hat die türkische Mentalität, ist sehr verletzlich, aber auch sehr stur. Und überhaupt das zu verbinden mit der deutschen Mentalität oder auch der Kultur, die ja etwas, was Emotionen angeht, vielleicht etwas reservierter ist. Und genau da liegt das Problem, weil einfach lassen und nicht zu sprechen birgt Probleme oder bringt dazu, dass es echt viele Konflikte dann gibt in der Ehe oder in der Partnerschaft oder Beziehung, egal jetzt was. Das heißt, es kann eh nie richtig dazu kommen, dass man sich auf der emotionalen Ebene gleich nachempfindet fühlt, weil das funktioniert eben nicht. Es funktioniert nicht, weil wir einfach viel zu emotional sind. Und wir wollen, dass unser Partner uns 100% versteht. Aber das 100%ige kann keiner irgendwie erfüllen. Wie soll er dich verstehen, wenn du das auch nicht richtig sagst? Weil oft wünscht man sich in unserer Kultur, dass der andere die Gedanken lesen kann. Und das geht nicht, ja. Wir wünschen uns, dass mein Partner schon das denkt, was ich denke. Weil wir reden ja auch nicht über die Emotionen. Wir fühlen zwar viel, aber geredet wird auch nicht in der türkischen Kultur. Und ich denke, da sind auch die Reibungspunkte, die aufeinandertreffen, dass diese Kulturen total unterschiedlich sind. Und wenn die aufeinandertreffen, man voneinander eine ganz andere Vorstellung hat. Und oft kommt es ja dann auch dazu, wenn die Kinder dann kommen. Dann möchte man ja gerne, dass zum Beispiel das Kind einen türkischen Namen hat. Also es heißt, es zieht sich immer in die Länge, dass man irgendwie versucht, es dem anderen recht zu machen. Und oft ist es wirklich aus der deutschen Seite, weil die Toleranzgrenze da größer ist wie bei der türkischen. Das muss man schon sagen. Und man da irgendwie es nicht schafft, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das ist jetzt ein banales Beispiel gewesen mit der Name, ja, mit dem Namen des Kindes. Dann kommen jetzt nochmal die kulturellen Unterschiede dazu. Das heißt, ja, wie machen wir es? Wir laden deine Eltern ein, meine Eltern, und ja, die essen zum Beispiel kein Schweinefleisch und die andere Seite mag das vielleicht. Ja, also das heißt, es gibt immer wieder viele Reibungspunkte. Anstatt dass wirklich mal beide offen miteinander reden und es beiden recht machen, versucht der eine, sich immer durchzusetzen und der andere nimmt es hin. Und dann entsteht eine Disbalance. Also das heißt, es passt nicht
dass da eine Balance zwischen beiden herrscht, sondern der eine überragt dann mal mehr in der Beziehung, dann der andere. Und das sind immer verschiedene Situationen im Alltag, die passieren. Wir reden darüber, was wünschst du dir, was wünschst du dir? Und das sollte man wirklich tun, bevor man vielleicht heiratet und sagen, wie sind deine Vorstellungen? Wie sind meine Vorstellungen? Passen die überhaupt überein? Das macht man am Anfang nicht, weil man ist verliebt. Man denkt dann, oh, das ist die Liebe meines Lebens. Aber vielleicht sollte man, bevor man aus verschiedenen Kulturen kommt, egal welche, sich erstmal wirklich austauschen. Wie sind deine Vorstellungen? Wie sind meine Vorstellungen? Können wir das miteinander verbinden? Können wir immer tolerant uns gegenüber sein oder uns akzeptieren? Weil oft ist es, wenn man keine Akzeptanz hat, dann kann das überhaupt nicht passen. Und auch nicht die Toleranz. Weil man sollte den Kulturen gegenüber Toleranz und Akzeptanz haben. Und erst wenn diese Basis da ist, dann kann man damit arbeiten. Damit, wenn Kinder kommen, die eben diese Disbalance auch nicht spüren. Weil oft kommt man dann in so Identitätsschwankungen, als Kind sogar, weil man wird damit konfrontiert und erzogen. Weil wenn ich möchte, mein Kind frei erziehen, dass es selbst sich vielleicht die Kultur, die Religion aussucht, wo er sich frei fühlt, dann würde ich euch empfehlen, euch diese Wege zu nehmen. Seid einfach offener, toleranter miteinander und akzeptiert auch mal andere Meinungen und andere Sichtweisen. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ihr wisst Bescheid. Glocke, Abo. Bis dann.